Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Wars Knights of the Old Republic 2. Na gut, wir haben die Söldner hier drin. Sie wollen die Administratorin töten. Können sie gern machen. Sie bedeutet mir nichts. Nur zu, tötet sie. Vernünftig. Meine Männer werden euch in Ruhe lassen. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet. Die Republik toleriert nicht, was ihr getan habt. Ihr werdet dafür bezahlen. Ich wollte euch kurz und schmerzlos töten, aber ihr macht es mir schwerer als nötig. Jetzt werdet ihr dafür bezahlen. Ich hätte euch schon vor langer Zeit aufhalten sollen. Eure Machenschaften finden hier ein Ende. Na gut, ihr habt lange genug gelebt, alter Mann. Genug der Worte. Verteidigt euch oder geht zugrunde. Alles klar. So, dann zweites Aufeinandertreffen. Wir sind alleine diesmal. Okay. Dann schauen wir doch mal, was wir hier alles tun können. So, das gab wieder Glück. Und wir haben einen neuen Kristall erhalten. Das ist doch schön. So. Ah, haut schon ein bisschen zu, der Kollege. So, relativ viel. Jetzt soll ich mal das benutzen, dann mal noch ein Schild aktivieren, einmal heilen. Nämlich langsam auch ein bisschen knapp hier. Muss ich sagen. Sogar sehr knapp. Na, so ab und zu kriegen wir. Vielleicht sollte ich vielleicht anders angreifen. Eventuell bringt das ja ein bisschen mehr. Nee, auch nicht. Die Verteidigung ist doch zu gut, alter Mann. Vielleicht brauche ich jetzt doch mal tatsächlich ein paar Enhancer. Ja, wie gesagt, die erste Tour ging dann doch etwas einfacher. Okay, nicht schön. Problem ist halt auch, wo habe ich das letzte Mal gespeichert? Ihr seid also der Jedi. Ah ja, hier, gut. Dann seid ihr. Bla, 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 kennen wir. Vernünftig. Meine Männer werden euch in Ruhe lassen. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet. Gut, dann werden wir doch ein paar Enhancer einbauen müssen. Die Republik toleriert nicht, das ist dann nicht, doch was nicht getan. So einfach, wie ich es mir gedacht hätte. Aber gut, kriegen wir hin. Ich hätte... Da. Genug der Worte. So, dann stellen wir das erstmal um. Bleib auf aggressiv. Den Divolierschild hauen wir uns rein. Einmal... Zweimal. So. Macht den Zug noch. Macht Bruch. So, hauen wir erstmal das alles drauf. Ich glaube, das bringt alles nicht so wirklich viel, habe ich den Eindruck.
Nee, nicht wirklich. So, dringend heilen. Und draufhauen. Okay, das war schon wieder zu spät. Tja, das nervt mich jetzt gerade schon wieder, weil der Kampf mir wieder zu lange dauert. Gut, der ist doch deutlich stärker, als ich das irgendwie gedacht hätte. Vernünftig. Meine Männer werden euch in Ruhe lassen. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet. Ich glaube, ich speichere gleich mal während des Kampfes. Die Republik... Ich... Blablub, ist ja in Ordnung. Immerhin haben sie da noch ein Savegame hingesetzt. Das finde ich schon mal ganz praktisch. Ich hätte... So, machen wir hier mal ein Quicksave. Ich muss den tatsächlich mal ein bisschen ausschalten hier erstmal. So. So, Position ist noch ganz gut, Stärke ist noch ganz gut. Dann haben wir die nämlich alle mal drin, dann wird nochmal geheilt und dann hauen wir mal drauf. Vielleicht nochmal ein Todesfeld, da haben wir wieder ein bisschen Leben zumindest. Zack. Und hier nochmal auf die Form 2 und nochmal Duellierschild. Er ist zu sehr von sich überzeugt. Seht nur, wie er sein Lichtschwert führt. Das ist der Ataro-Stil. Eine aggressive Technik, die sich vor allem für den Kampf gegen einzelne Gegner empfiehlt. Ihr könnt ihn problemlos ausschalten, indem ihr ihn zingelt oder mit einem Blaster erschießt. Hütet euch aber vor seinem starken Angriff, da euer Stil diesen noch verstärkt. Denkt ihr wirklich, ihr könnt euch während eines Kampfes gegen mich auf etwas anderes konzentrieren? Eure Form ist so schwächlich wie die eines Boma. Ich werde euch zeigen, wie man das macht. Denkt ihr, ihr könnt meine Techniken lernen, indem ihr mich beobachtet? Selbst ein Jedi-Meister braucht Jahre, um sie zu perfektionieren. Ja, ich habe trotzdem eure Form gelernt und werde sie jetzt nutzen, um euch den Rest der Jedi zu töten. Das ist unmöglich. Ihr müsst aufgehalten werden. Okay. Wir haben jetzt zwar noch die ganzen Enhancer, ich muss aber echt dringend hier mal wieder Leben reinhauen. Ach, du heilst dich auch. Gut. Ich habe jetzt Not, glaube ich, noch Stimpacks. Für alle Notfälle. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. So, Lichtschwert. Na, gucken wir, was das wird. Naja, guck mal, das bringt doch ordentlich schon mal was. Jupp, ich glaube, das ist gar nicht mehr so verkehrt mit dem Angriff hier. Heilen wir uns nochmal. So, ich glaube, einmal heilen reicht da. Und das war's. So, weiteres Lichtschwert.
So, ja genau. Dann hat sie es mit dem, wie gesagt, Enhancer, mit Lichtschwert und so weiter zusammen. Hat es dann doch gebracht. Alles klar. Du hast gegen Meister Brook gekämpft und ihn besiegt. Sehr schön. Mein Leben für das... Der Söldner murrt dich nur an. Murmur. Gut, können wir eigentlich da nochmal jetzt gucken, was da so passiert ist? Speichern mal kurz. Ne, da ist gesperrt. Nun gut, wir haben dann Söldner oder beziehungsweise Jedi Nummer 2 schon mal erledigt. Ist halt jetzt die Frage, was wir sonst noch machen können. Da haben wir noch Überreste. Stimmt, die soll ich mir vielleicht auch nochmal anschauen. Ja, Computersonde ist nicht verkehrt. Wieder ein Geschicklichkeit-Enhancer. Dann gucke ich oben gerade nochmal vorbei. Achso, ihr beiden ich könnt mal noch schnell aufsteigen. So. Nummer 1. Und Nummer 2. Was hatten wir bei dir noch gerade? Ich glaube, das hatten wir das letzte Mal aufgelevelt. Ja. Machen wir mal Energiewiderstand. Zack. Können wir dich plündern? Können wir tatsächlich. Ja. Nicht schlecht. Aber hier liegt, glaube ich, nichts mehr an Überresten rum, leider, leider. Nee. Nun gut. Haben wir doch noch ein bisschen was geschafft hier in der Folge. Dann mal auf zu Ebonhawk, dann nochmal mit den Leuten soweit reden. Dann, ach okay. Unnötige Bemerkung. Ziele erfasst. Lästiger Vortrag. Fahren wir damit fort, die Kommunikation zu erleichtern. Vortrag. Und terminieren wir alle feindlichen Subjekte. Ja, ist in Ordnung. So, zerstören, zerstören, zerstören. Und falls das nicht reicht, hauen wir nochmal drauf. Abgeschaltet, Meister. So, sehr schön. Schon die Droiden könnte ich, glaube ich, auch mal wieder aufrüsten. Um irgendwas zu sagen. Da siehst du mal. So, Ebonhawk. Danke, D3. Bitte sag mir, was Kelborn gesagt hat. Ich habe eine wichtige Nachricht von Colonel Tobin für euch. Ihr sollt so schnell wie möglich zum Lager zurückkehren. Dort erfahrt ihr mehr. Tobin versucht mich also zu erreichen. Das hatte ich erwartet. Ja, wir sollten so bald wie möglich zum Lager der Mandalorianer zurückkehren. Na guck mal, wir haben Einfluss gewonnen, weil wir nett waren. Na gut. Aber wie gesagt, ich will doch mal kurz mit den Leutchen hier reden. Beziehungsweise, warte mal, Werkbank. Ich glaube, die habe ich sogar mehr oder weniger. Wir hätten noch mal ein normales Lichtschwert, das können wir dann unserer
netten Dame mal geben. Mal den und den. So. Soweit schon mal. Also mit Mandalore mal reden. Ein schönes Schiff habt ihr da. Woher habt ihr es? Wir haben es aus einem Sith-Kriegsschiff. Verstehe. Ihr seid also durch Glück an das Schiff gelangt. Ein schnelles Schiff, gut gebaut. Sie hat sicher einige Geschichten zu erzählen. Braucht ihr noch etwas anderes? Was habt ihr mit der Republik zu schaffen? Die Republik hat ihre Leute getötet lange, bevor die Kriege überhaupt begonnen haben. Ohne Revans Stärke wäre die Republik längst tot. Öffnet eure Augen. Die Leichtigkeit unseres Angriffs war nicht nur ein Zeichen der Stärke unserer Clans, sondern auch der Schwäche der Republik. Erst dann wandte sich das Blatt. Aber wie ihr wisst, kämpfte nur eine Handvoll Jedi. Die übrigen versteckten sich in ihren Hallen und hatten Angst, uns gegenüberzutreten. Ja, gut. Das hatten wir ja schon. Ich habe keine mehr. Braucht. Ne? Okay, du hast nicht viel Neues zu sagen. Ja, gibt es. Du glaube ich auch nicht. Nein, ja. Okay. Niemand möchte mir hier was geben, das ist ja fies. Was ist damit eigentlich mittlerweile? Ach so, genau. Kern noch mal aktualisieren? Nee. Reparieren. Vielleicht geht das mittlerweile? Na, na? Juhu! Endlich. Okay, geht's dir gut? Okay, Konstitution plus 1. Gut. Ja, ich habe die ganze Zeit an dir gearbeitet. Das ist alles in Ordnung. Okay. So, nochmal reparieren. Jawohl. Beeil mich auch. Na, schade. So, das hat ja gerade zum Levelaufstieg gereicht. Cool, dann nehmen wir den nämlich gerade noch mit. Reicht das jetzt ja auch mit dem Reparieren? Schmerz ignorieren klingt auch sehr schön. Was ist das? Konditionierung auf alle Rettungswürfe. Nö. Herausragender Kampf mit zwei Waffen. Das klingt doch toll. So, und bei den Kräften gehe ich mal weiter auf die Heilung. Sehr schön. Gut, dann werde ich mir noch auf den Weg nach Dantooine machen. Ne, nicht nach Dantooine, nach Dixun, Onderon, jawohl. Doch direkt nach Onderon, naja, ich weiß nicht. Mal schauen. Und dann werden wir da beim nächsten Mal schauen, was uns noch alles erwartet.
Hat sie sich schon gemeldet? Noch nicht. Ich verstehe nicht, warum sie so ungehorsam ist. Du weißt warum. Sie gerät nach ihrer Mutter. Sie beschämt uns alle. Sie hat schon immer Schande über uns gebracht. Sie war stets die Niederste unter uns. Und ihre Einstellung ist zu leidenschaftlich. Vielleicht ist es besser, wenn sich unsere Schwester aus freien Stücken für die Verbannung entscheidet. Oh, wie fies. Na gut, dann werden wir vielleicht in der nächsten Folge noch ein bisschen mit den ganzen Leuten hier reden. Und ja, das soll es jetzt aber erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.